Fährst du als Selbstständiger regelmäßig zu einem Büro- oder Arbeitsplatz, der nicht bei dir zu Hause ist und möchtest wissen, wie du diese Pendelkosten, auch bekannt als Pendlerpauschale, in der Steuererklärung berücksichtigen kannst? Dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen, denn wir gucken uns das ganze Thema Pendlerpauschale mal aus der Perspektive vom Selbstständigen an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und den Begriff Pendlerpauschale, den liest und hört man überall, auch so in den ganz großen Mainstream-Medien, die in der Regel relativ wenig über Steuern bringen. Das Problem dabei ist aber, dass diese ganzen Schilderungen und Erklärungen in der Regel aus der Perspektive von Angestellten gemacht werden. Und ich möchte in diesem Video einfach mal betrachten, wie verhält es sich mit der Pendlerpauschale eigentlich für Selbstständige? Wann und wie können Selbstständige denn die Pendlerpauschale absetzen? Wichtig bei der Pendlerpauschale zu wissen ist, dass die fürs Pendeln da ist. Das heißt, die Fahrten zwischen deiner Wohnung und deiner Arbeitsstätte, die wird durch die Pendlerpauschale erfasst und keine anderen betrieblichen Ausgaben. Das heißt, es geht wirklich nur um die Strecke zwischen zu Hause und der Arbeit. Und das haben natürlich viele Angestellte. Bei Selbstständigen sieht das ein bisschen anders aus, weil ganz viele Selbstständige den Sitz ihres Unternehmens, ihrer Selbstständigkeit zu Hause haben. Aus zwei Gründen. Erstens, weil sie vielleicht zu Hause arbeiten können und ein Homeoffice haben. Oder aber auch zweitens, weil sie ständig auf Kundentermin sind und dadurch ständig unterwegs sind. Dann ergibt es gar keinen Sinn, ein zweites Büro irgendwo anders zu haben. Das Ganze führt allerdings dazu, dass sie gar keinen Weg zwischen Zuhause und Arbeitsstätte haben, weil das der gleiche Ort ist. Und in all diesen Fällen kannst du auch keine Pendlerpauschale berücksichtigen. Das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass du nicht auch andere Fahrtkosten absetzen kannst. Das kannst du ohne Probleme machen. Aber halt nicht die Pendlerpauschale. Bei der Pendlerpauschale geht es, wie der Name schon sagt, um eine Pauschale. Das heißt, um eine pauschale Abgeltung dieser Fahrtkosten. Und diese Pauschale ist finanziell natürlich dann immer sinnvoll, wenn die tatsächlichen Kosten niedriger sind, und finanziell immer dann ein bisschen doof, wenn die tatsächlichen Kosten drüber liegen, weil du denn nicht alles absetzen kannst. Diese Kosten kannst du als Selbstständiger dann immer im Rahmen deiner laufenden Buchhaltung geltend machen. Und das reicht da auch wirklich diese Pauschale. Das heißt, du brauchst die Anzahl der Tage, die du unterwegs warst, die Kilometer und die Pauschale. Du brauchst also keine Belege aufbewahren oder sammeln oder sonst irgendwas. Das heißt, die Bahntickets oder aber auch Tankquittungen, wenn du ein privates Auto benutzt, musst du nicht extra aufbewahren. Und es ist übrigens auch egal, welches Verkehrsmittel du benutzt. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob du zu Fuß gehst, mit dem Fahrrad fährst, mit der Bahn fährst, mit dem Auto fährst, mit dem Helikopter kommst. Alles vollkommen egal. Du kannst immer diese Pauschale, diese Pendlerpauschale berücksichtigen. Doch wie hoch ist die Pendlerpauschale? Pauschale denn eigentlich? Und da gibt es gar keine Unterschiede zwischen Angestellten und Selbstständigen, denn es gibt nur diese eine Pendlerpauschale. Und ganz wichtig dabei, es geht immer um die Entfernungskilometer. Das heißt, die einfache Fahrt zwischen Wohnung und Arbeit. Das ist anders als bei Kundenbesuchen beispielsweise, weil bei Kundenbesuchen kannst du als Selbstständiger die gefahrenen Kilometer, also Hin- und Rückweg, jeweils absetzen. Bei den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit gelten aber immer die Entfernungskilometer. Und da kannst du pro Kilometer 30 Cent absetzen. Ab dem 21. Kilometer ist die Pauschale aber ein wenig höher, und zwar im Kalenderjahr 2021, also für die Buchhaltung fürs Jahr 2021, 35 Cent, und für die Jahre 22 bis 26 sind das 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Also für dich gilt die ersten 20 Kilometer 30 Cent und ab dem 21. Kilometer dann 35 bzw. 38 Cent pro Kilometer. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wenn du Pauschalen ansetzt, du nicht die tatsächlich höheren Kosten ansetzen kannst. Und die Pendlerpauschale ist auch gedeckelt auf 4.500 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn du mit der Bahn fährst zwischen der Wohnung und der Arbeit und tatsächlich Ticketkosten in Höhe von 6.000 Euro hattest, dann kannst du trotzdem nur 4.500 Euro absetzen. Davon gibt es nur eine Ausnahme, und immer dann, wenn du dein privates Kfz nutzt für diese Fahrten und die Kosten tatsächlich höher sind, dann kannst du auch höhere Kosten als 4.500 Euro absetzen. An dieser Stelle möchte ich noch einen Hinweis geben, und zwar kann es ja durchaus sein, dass du dein Auto nicht privat gekauft hast und du nicht dein Privatfahrzeug für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nutzt, sondern dein Firmen-Kfz. Du als Selbstständiger oder als Selbstständige hast natürlich auch die Möglichkeit, Autos anzuschaffen und sie als Teil deines Unternehmens zu kaufen, und dann ist das Auto im Betriebsvermögen. Dann funktioniert die grundsätzliche Berechnung zwar ähnlich, aber du musst erstmal generell berücksichtigen, dass du die private Nutzung auch irgendwie versteuern musst. Das wird hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich habe zu dem ganzen Thema Kfz und zu der Frage, ist es günstiger, das Auto privat zu kaufen oder betrieblich zu kaufen,
kaufen und wie wird das Ganze denn eigentlich steuerlich gehandhabt, eine ganze Videoreihe aufgenommen. Diese Playlist verlinke ich dir oben rechts einmal. Schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du dir gerade ein Auto anschaffen möchtest und dir nicht ganz sicher bist, was günstiger ist, Privatvermögen oder Betriebsvermögen, oder aber du hast das Auto im Betriebsvermögen und möchtest jetzt wissen, wie du diese Pendlerpauschale in der Versteuerung berücksichtigst, dann schau unbedingt da einmal vorbei. Ich glaube, das Ganze wird am deutlichsten, wenn wir uns einfach mal ein Beispiel anschauen. Und zwar nehmen wir mal an, dass wir einen Selbstständigen haben, der in Freiburg wohnt und in Karlsruhe sein Büro hat. Warum auch immer, ist aber auch ehrlicherweise egal warum. Die Entfernung zwischen Freiburg und Karlsruhe sind 110 Kilometer und er fährt an 230 Tagen von Freiburg nach Karlsruhe und zurück. Das heißt, er kann diese Entfernungskilometer grundsätzlich ansetzen. In der Regel fährt er mit der Bahn und hat da ein Jahresticket für 3.250 Euro gekauft. Und was kann er da denn jetzt absetzen? Das rechnen wir einfach mal gemeinsam aus. Und zwar rechnen wir da 230 Tage mal 20 Kilometer mal 30 Cent sind 1.380 Euro. Und zwar für die ersten 20 Kilometer. Und dann rechnen wir im nächsten Schritt die verbleibenden Kilometer, weil er ist ja nicht nur die ersten 20 Kilometer gefahren, sondern 110 und ab dem 21. Kilometer gilt ja ein höherer Satz von 38 Cent. Das heißt, wir rechnen nochmal 230 Tage mal 90 Kilometer, also die Kilometer von 21 bis 110 mal 38 Cent sind 7.866 Euro. Das sind zusammengerechnet 9.246 Euro, die er grundsätzlich aufgrund der Kilometer als Pendlerpauschale absetzen kann. Allerdings ist die Pendlerpauschale gedeckelt auf 4.500 Euro. Aus diesem Grund kann er dann in seiner Buchhaltung nur 4.500 Euro als Pendlerpauschale ansetzen, was allerdings immer noch mehr ist als die 3.250 Euro, die er tatsächlich fürs Bahnticket bezahlt hat. Hätte dieser Selbstständige nicht die Bahn genommen, sondern sein privates Kfz, hätte er auch mehr als die 4.500 Euro absetzen können und unter Umständen die gesamten 9.246 Euro tatsächlich als Werbungskosten geltend machen können. Wichtig ist dann allerdings, dass er die tatsächlichen Kosten nachweist und den tatsächlichen Kilometersatz für sein Auto berechnet. Dafür rechnet er alle Ausgaben für sein Auto einmal zusammen und teilt das durch die gesamten gefahrenen Kilometer. Und dann kommt eine Kilometerpauschale raus, die ganz speziell für dieses Auto, für diesen Fahrstil gilt. Das heißt, wie teuer ist eigentlich der Betrieb dieses privaten Autos pro Kilometer? Und wenn das nachgewiesen werden kann, dann können auch die 9.246 Euro oder unter Umständen mehr abgesetzt werden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir schon mal die ersten Fragen rund um das Thema Pendlerpauschale für Selbstständige beantworten. Wenn du dazu noch Fragen hast, was ich mir persönlich auch gut vorstellen kann, weil das Thema nicht so ganz einfach ist, dann schreib uns doch gerne mal einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt da denkst, das ist alles zu komplex für mich oder ich habe auch gar keine Lust darauf, das sollte doch mein Steuerberater machen, dann gebe ich dir vollkommen recht, das ist ein guter Job für einen Steuerberater. Wir zum Beispiel sind so ein Steuerberater, wir sind ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen auch dir gerne bei all deinen Reisekostenberechnungen, Pendlerpauschale, Buchhaltung und Steuererklärung. Und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir eventuell weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, um uns ein bisschen besser kennenzulernen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.